Mein Dealer ist Gott und mein Stoff ist die Meditation. Om, Om, Om. Was sind wir? Die asozialen Mittelfinger-Gang. Ja, richtig. Mittelfinger, asozialen Mittelfinger. Die Penner, oder? Ja. Sind wir. Ja, ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Die 187 Straßenbande wird sich sicherlich eine Scheibe bei euch abschneiden können. Ui, ja, sehr gefährlich. Du solltest dich vielleicht mal bei der Antifa bewerben. Die brauchen so starke Leute wie dich. Aber mal ernsthaft, warum muss sich eigentlich immer jeder als stärkster und härtester im Internet darstellen? Wem will man hier eigentlich irgendwas beweisen? Ich bin jeden Tag in der Hood, Bro. Ja, for life. Mit Millen in der Hood, Bro. Jeden Tag in der Hood, Bro. Keiner kann was machen. Wer will was machen? Keiner kann was machen, ich bin jeden Tag in der Hood, Bro. Ui, ja, auch hier ein ganz harter Kerl. Ganz mutig, dass man sich in einem leeren Park hinstellt und dann große Schnauze hat. Mach das Ganze doch mal in der Dortmunder Nordstadt und warte dann mal ab, was da so passiert. Digga, gib mir ein bisschen Coca-Cola, aber nicht über meinen Nike-Jogger. Postal never die. Boah, voll geil, Digga, dass man hier irgendeinen Deutschrap mit Hardstyle verbindet. Wird sicherlich jeder abfeiern. Aber mal ernsthaft, wem präsentierst du denn so ein Video? Und wer soll das gut finden? Selbst deine Freunde gucken sich das an und sagen ganz schamerfüllt, ja, ist lustig, ne? Hallo. Ach, hallo. Oh, sie haben's gut. Sie können schon gießen. Ich muss noch kochen. Tschüss. Boah, deutsche Comedy-Kunst, wie sie leibt und lebt. Also ich habe den Witze jetzt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ich da auf dem Schlauch stehe. Aber wenn mir da einer nachhelfen kann, dann schreib's mir gerne. Hi, wollen wir Wednesday schauen? Du magst das nicht. Verlass sofort mein Zimmer. Sofort. Ui, immer ruhig mit den jungen Pferden, junge Dame. Ich weiß sowieso nicht, wie ich in dieses Etablissement reingeraten bin. Ich gehe ja schon. Irgendwie steht meine Welt jetzt Kopf. Und mein Herz macht klopf, klopf, klopf. Ja, und mein Gehirn macht aua, aua, aua bei dir, schönem kleinen Bären oder was auch immer du sein willst. Seht euch diesen Spast an. Seht euch diesen Spast an. Oh, Entschuldigung, das ist mir hier so reingerutscht. Tut mir leid. Hey, Leute, hier ist die Drachenlady. Und wer ein Problem mit dem Drachenlord hat, hat auch ein Problem mit mir. Und die Drachenlady grüßt den Drachenlord. Bingo. Kussi, Bussi, Schalala. Ja, Kussi, Bussi, Schalala, liebe Freunde. Und ihr habt es gehört, hört besser auf, den armen Drachenlord zu ärgern. Sonst bekommt ihr Ärger mit dieser angsteinflößenden jungen Dame. Ich hatte einen Traum und dieser Traum war wundervoll. Europacup, es war ein Auswärtsspiel in Amsterdam. Alle Dresdner Blogs sangen nur ein Lied für dich. Oh, Herr Florenz, ihr kämpft für uns, wir für dich. Schal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 
Ja, das geht ja jetzt noch irgendwie so weiter. Keine Ahnung, was daran toll sein soll. Aber hat sicherlich auch wieder seinen Stellenwert. Ja, und zum Ende werde ich euch mal einen ganz lustigen Witz erzählen. Dafür habe ich mich selber natürlich aufgenommen und freue mich, wenn euch dieser Witz natürlich gefallen sollte. Achtung, es folgt das kreative Wortspiel am Nachmittag. Das Wortspiel am Nachmittag. Passt auf. Frage. Wie nannte man es früher, wenn sich eine Urzeitechse mit einem australischen Wildhund vergnügt hat? Also was dann daraus kam. Na, ja? Das war ein Dingosaurier. Verstehst du? Dingosaurier. Ein australischer Wildhund wird auch als Dingo bezeichnet. Und Saurier ist eine Urzeitechse. Ist klar, ne? Ja. Ja, verstehst du, ist klar, oder? Ja, ich hoffe, das zweite deutsche Spezial zur 20. Folge hat euch gefallen. Eine neue Ausgabe gibt's wie immer am Samstag. Gerne hier Daumen runter, hoch, ja, wisst ihr Bescheid. Danke fürs Zuschauen, haut rein und tschüss.